Das Bundesverfassungsgericht. Bitte nehmen Sie Platz. Ich eröffne die Sitzung des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts zur Verkündung der Entscheidung in dem Verfahren über die Anträge. Erstens, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisation Junge Nationaldemokraten, Ring nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung ist verfassungswidrig. Zweitens, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisation Junge Nationaldemokraten, Ring nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung wird aufgelöst. Drittens, es ist verboten, Ersatzorganisationen für die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisation Junge Nationaldemokraten, Ring nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung zu schaffen oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzusetzen. Viertens, das Vermögen der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge Nationaldemokraten, Ring nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung wird zugunsten der Bundesrepublik Deutschland für gemeinnützige Zwecke eingezogen. In Schwerin sind NPD-Anhänger zusammengekommen. Sie wollen auf das Urteil reagieren. Zunächst kursiert eine Falschmeldung, die NPD sei verboten. Antragsteller ist der Bundesrat. Antragsgegnerin ist die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Es handelt sich um das Verfahren 2 BVB 1 aus 2013. Es wird folgendes Urteil verkündet. Im Namen des Volkes. Erstens. Der Antrag der Antragsgegnerin auf Einstellung des Verfahrens wegen des Vorliegens unbehebbarer Verfahrenshindernisse, hilfsweise auf Aussetzung des Verfahrens, ist der vom Deutschen Bundestag am 20. März 2014 eingesetzte Untersuchungsausschuss zur NSA-Abhöraffäre seinen Abschlussbericht vorgelegt hat, wird zurückgewiesen. Zweitens. Die Anträge des Antragstellers werden zurückgewiesen. Drittens, der Antrag der Antragsgegnerin auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen wird abgelehnt. Bitte nehmen Sie Platz. Dann aber wird klar, doch kein Verbot. In einer Demokratur regiert anscheinend die Mehrheit. Und das Unbedeutetsein, was die Verfassungsrichter jetzt uns ins Stammbuch geschrieben hat, das sagt ja nichts über die Qualität aus. Und gerade in Sachen politischer Qualität bescheinigt das Bundesverfassungsgericht der NPD ein niedriges Niveau. Geradezu bedeutungslos sei sie in der deutschen Demokratie, deshalb kein Verbot.